waren sie Zweite bei den kanadischen Meisterschaften, waren schon bei Weltmeisterschaften ganz vorne mit dabei, letztes Jahr acht, im Jahr davor auf dem sechsten Platz, also schon ein Top-Paar. Sprungsequenz, dreifach Torlup und Doppelachsel zweimal hintereinander. Schade, der Fehler beim Salchow. Beide haben ihn dreifach versucht. Rüttberger. Die insgesamt beste Kür, die wir bisher heute Abend gesehen haben, von Lia Pereira und Trent Michaud aus Kanada.
Und man merkt ihnen auch an, dass sie so lange noch nicht ein Paar auf dem Eis sind. Seit 2022, also seit 2 Jahren, laufen sie gemeinsam. Und auch da braucht es noch mehr Feinabstimmungen, gerade für diese schwierigen Elemente und Würfe. Die Paare insgesamt zeigen. Aber viele gute Ansätze zu Beginn der Twist. Auch der war spät abgefangen, auf der Schulter abgefangen. Das muss deutlich früher in der Hüfte abgefangen werden. Darf die Schulter des Mannes nicht berühren. Dreifach Toe-Loop, ein bisschen dichter aneinander noch. Aber insgesamt in der Kombination mit zweimal Doppelachsel. Doch bisher das Beste, was wir gesehen haben heute Abend. Ja, dieser verpatzte dreifache Salchow von ihm wurde nicht als Sturz gewertet. Auch richtig so, er hat sich mit der Hand abgefangen und ist eben nicht auf dem Hintern gelandet, so wie später sie beim dreifachen Wurf Rittberger. Da hat es dann einen Punkt Abzug gegeben. Hier kommt dann nochmal der Rittberger. Ein bisschen in Rücklage geraten. Und da hatte sie einfach zu wenig Erfahrung, eine erfahrene Partnerin. Vielleicht auch ein eingespieltes Team. Hätten das vielleicht noch irgendwie auf dem zweiten Fuß abfangen können. Die Todesspirale muss anders sein als die im Kurzprogramm. Hier also rückwärts und dann einwärts. Im Kurzprogramm gestern war es rückwärts, auswärts. The scores, please. Lia Pereira und Trent Michaud aus Kanada erhalten für ihre Kür 119,24 Punkte. Insgesamt erreichen sie damit 176,28 Punkte und belegen aktuell Rang 1. Das reicht für die Gesamtführung, obwohl ihre persönliche Bestleistung in einer Kür bei fast 129 Punkten liegt. Hier liegen sie noch 10 Punkte entfernt davon. Aber das hat man bei den Fehlern ja auch gesehen.